Herzlich willkommen zu Gladiators aktuell. Ich sitze hier mit unserem Pressesprecher Dennis Nahtem und wir sprechen gleich über das vergangene Wochenende. Jonas, vielen Dank für die Anmoderation. Sehr gerne. Wir sind heute nur zu zweit. Kevin Nywosterns leider ist kurzfristig abgesprungen, aber wir wollen trotzdem über alle Spiele aller Mannschaften am letzten oder am kommenden Wochenende sprechen. Du guckst ja zum Glück die Videos und hast deshalb alles auf dem Plan, auch wenn du selbst nicht dabei warst. Genau. Dann lass uns chronologisch vorgehen. Das erste Spiel war am letzten Samstag, das Spiel unserer Regionalliga-Mannschaft, der Gladiators 2, gegen Frankfurt-Griesheim. Du hast das Video gesehen. Erzähl mal. Genau, also ja, Kevin ist leider beruflich verhindert, der muss bei einem Termin einspringen und ist jetzt deswegen kurzfristig nicht da, aber er hat einen tollen Job gemacht, er hat gecoacht am Wochenende, er hat einen tollen Job gemacht, die Jungs aufs Spiel vorzubereiten und auch dann das Spiel zu coachen. Die Jungs haben toll mitgezogen, es war ja von Anfang an ein sehr gutes Spiel, die Jungs waren sehr fokussiert, sehr konzentriert. Wir haben den Ball ganz gut bewegt und wir haben auch überragend getroffen zeitweise. Und es hat ja also auf dem Video richtig Spaß gemacht, das Spiel zu gucken. Man hat gesehen, den Jungs hat es auch Spaß gemacht. Frankfurt konnte dann nochmal zur Halbzeit ein bisschen verkürzen nach einem tollen Start. Aber dann direkt nach der Halbzeit kam dann der nächste Run und somit war es ein hochverdienter Sieg, der auch ja, wunderschön anzusehen war. Also die Jungs haben den Ball, wie gesagt, super bewegt. Die Defense war auch über weite Strecken sehr gut und ich habe mich von Bonn aus riesig gefreut über den ersten Sieg eines ja, Gladiators-Teams in dieser Saison. Hervorragend. Ja, du warst unterwegs mit dem JBL-Team. Ihr hattet gleich zwei Spiele innerhalb von, ich weiß nicht, ungefähr 20 Stunden oder so. Ja. Also Wahnsinnsprogramm. Erzähl mal, wie es gelaufen ist. Ja, es war tatsächlich eine sehr hohe Belastung. Wir sind alles in allem erstmal hochzufrieden mit dem Wochenende, um das vorne wegzunehmen. Mit besonders dem Spiel gegen Bonn, erstmal wie wir gespielt haben und der ersten Halbzeit gegen Düsseldorf am nächsten Tag. Da sind ein bisschen die Körner ausgegangen, aber da können wir ja gleich noch drüber sprechen. Also das Spiel gegen Bonn haben wir sehr, sehr gut begonnen, wie auch schon das Spiel gegen Köln. Über unsere Defense waren wir eigentlich über weite Strecken der ersten Halbzeit defensiv dominant und offensiv hat es ein bisschen gehapert. Wir hatten leider relativ früh Foul-Probleme mit zwei unserer drei Scorer, mit Franz Blumann, Max Hess, die foulbedingt nicht so viel mitspielen konnten in der ersten Halbzeit. Deswegen hat es offensiv ein bisschen gehapert, aber defensiv war das über weite Strecken sehr, sehr gut. Dann hat sich leider einer unserer wenigen Großen, die wir haben, verletzt in der ersten Halbzeit und konnte dann nicht mehr spielen. Und das hat schon auch dann wehgetan. Dann hat der Große von Bonn immer mehr übernommen. Und auch im dritten Viertel, also nach der Halbzeit, haben wir immer noch geführt, aber man hat schon gemerkt, dass die Kräfte dann ein bisschen nachgelassen haben. Also wir mussten im Boxout extrem hart arbeiten, mussten defensiv sehr hart arbeiten, damit wir sie vom Korb weghalten können. Und da hat Bonn immer besser ein Spiel gefunden. Dann sind die beiden Spieler noch mit 5 Fouls vom Platz, die eben angesprochenen. Und dann waren wir am Ende wieder zu 9, so wie letztes Spiel, und haben gefightet. Und die letzten 5 Minuten leider dann viele Offensiv-Rebounds und einfache Punkte kassiert, weil wir einfach dann auch müde und kaputt waren. Und ja, aber den Jungs kann man da keinen Vorwurf machen. Also wir kämpfen gerade wie die Löwen unterm Korb, versuchen alles, um uns irgendwie dagegen zu stemmen. Aber es ist dann schon auch tough, wenn wir 1,85, 1,90 gegen 2 Meter, 2,5 Meter haben. Im Nachwuchsbereich macht das schon immer einen großen Unterschied. Und dann habt ihr am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr zu Hause das nächste Spiel spielen müssen. Genau, wir haben uns relativ schnell nach dem Bonn-Spiel wieder neu fokussiert und eine ordentliche erste Halbzeit gegen sehr physische, aber vor allen Dingen auch sehr gute Düsseldorfer hingelegt. Also ein total interessanter Standort, was sie dort aufbauen im U12, U14-Bereich. Aber dann auch über JBL, MBBL entwickeln sie die Spieler weiter, haben auch eine ordentliche Pro B, haben die Stadt bzw. die Messehallen im Hintergrund, die da unterstützen. Und ja, das ist schon ein tolles Programm, was sich in den letzten Jahren entwickelt hat. Und das merkt man eben auch, wie sie spielen. Sie haben ganz gut ausgebildete Spieler.
Aber auch taktisch haben sie auf JBL-Niveau nichts Überkompliziertes. Aber 1-1 sind die Spieler offensiv, defensiv sehr gut ausgebildet und wie gesagt eben auch sehr, sehr groß und physisch. Das haben wir in der ersten Halbzeit mit aller Macht noch, konnten wir uns noch dagegen stemmen. Und dann hat man in der Halbzeit schon gemerkt, dass die Kräfte einfach weg waren. Düsseldorf hatte frei am Tag davor. Sie hatten nicht den Doppelspieltag. Aufgrund der 7er Liga ist eben immer ein Team, was frei hat. Insofern, das hat natürlich jetzt dem Spiel für uns jetzt nicht geholfen. Und dann sind wir in der zweiten Halbzeit, dann waren wir einfach müde und haben offensiv, defensiv immer einen Schritt zu langsam. Und dadurch auch das hohe Ergebnis, was vom Sieg her, also sie haben auf jeden Fall verdient gewonnen, aber in der Höhe war das natürlich ein bisschen zu viel. Okay, ja, das vierte Spiel für unsere Teams am Wochenende war dann das Spiel der Gladiators U19, die ihr erstes Heimspiel hatten. Und ja, das Spiel hast du auch gesehen, auch wenn wir jetzt natürlich auf die Einschätzung von Kevin verzichten müssen, genau, der das Team gecoacht hat. Ja, wie hast du es gesehen? Ja, ich war als Co-Trainer da. Wir versuchen uns dann eben, soweit es geht, uns dann auch auszuhelfen und würde jetzt mal für Kevin einspringen. Ja, auch da haben wir also erstes Heimspiel der MBBL. Die Jungs waren natürlich aufgeregt und haben sich auch sehr, sehr gefreut. Aber es war alles in allem, also es war erstmal eine sehr gute erste Halbzeit. Offensiv können wir auf jeden Fall mitspielen in der Liga. Defensiv merkt man halt gerade die Physis und die Schnelligkeit. Da müssen wir uns einfach noch weiterentwickeln. Aber auch das haben die Jungs mit den Mitteln, die sie hatten, super gelöst. Auch da ein dezimierter Kader. Wir haben leider zwei Schlüsselspieler, die noch verletzt sind. Und dafür sind aber alle gut in die Bresche gesprungen. Und ja, die Stimmung war gut. Und die Jungs haben alles in allem ein tolles erstes Heimspiel gemacht und jetzt glaube ich sind wir auch mit allen Teams in den Ligen angekommen und hatten jetzt unsere ersten Heimspiele auch und die Auswärtsspiele und ja, alles in allem erstmal ein sehr positives Fazit, was die Entwicklung angeht. Ja, also wir sind erstmal sehr zufrieden. Schön. Ja, am nächsten Wochenende geht es dann, wenn ich meinen Kalender richtig im Blick habe, direkt wieder weiter mit einem NBBL-Heimspiel am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der AVG-MPG-Halle. Ja. Gladiators U19 gegen Heidelberg. Ja, vielleicht kannst du da auch einen ganz kurzen Ausblick drauf geben, was das Team in dem Spiel erwartet. Ja, also wir haben ja letztes Jahr auch gegen Heidelberg gespielt in der JBL. Da sind einige talentierte Spieler jetzt in die MBBL gerückt. Also Heidelberg generell auch ein interessanter Standort, weil sie eine super Arbeit im U14, U16 Bereich machen und dann darüber auch eine sehr ordentliche MBBL haben werden. Ich habe jetzt noch kein Video gesehen, aber so wie sie in der JBL spielen, das ist sehr schnell, sehr physisch, gut im 1 gegen 1. Also das wird auch schon eine große Herausforderung sein. Die Ergebnisse gegen die anderen Teams jetzt in der NBBL waren auch relativ knapp. Also da wird das Team sicherlich einen guten Gegner erwarten. Okay, ja, Sonntag dann für dich der Einsatz ab 12 Uhr in Gießen mit dem JBBL-Team. Ja, sicher auch ein interessantes Spiel. Ja, absolut. Also das Spiel wurde jetzt kurzfristig verlegt. Wir werden Samstag spielen um 11.30 Uhr in Gießen. Dadurch, dass sie keine Halle zur Verfügung haben, müssen wir am Samstag oder spielen wir am Samstag, haben wir zugestimmt. Ja, es ist so, also um vielleicht auch jetzt nochmal ein bisschen das alles in Perspektive zu rücken bisher. Wir sind jetzt im zweiten Jahr eben unserer Nachwuchsleistungsförderung, wenn man die Spiele jetzt gegen Köln und Bonn sieht in der JBL, die knapp waren, die wir beide gut und gerne hätten gewinnen können, waren die Jungs jetzt sehr enttäuscht, aber man muss auch einfach sagen, letztes Jahr haben wir gegen beide Teams mit jeweils 40 Punkten verloren. Das war schon eine Steigerung zu dem Jahr davor, wo die Jungs kein Spiel in der JBL gewonnen haben. Und allein, dass wir jetzt im zweiten Jahr gegen die Teams, die uns einfach noch haushoch überlegen waren im vergangenen Jahr, eine Chance haben auf den Sieg, ist schon ein Erfolg an sich. Aber natürlich wollen wir auch weiter an uns arbeiten, um tatsächlich auch diesen ersten Sieg zu holen. Das wird sehr, sehr schwer gegen Gießen. Also ich sehe sie mit Düsseldorf auf einem Niveau. Die beiden werden sich, denke ich, um den Gruppensieg streiten bei uns. Seit Jahren hervorragend gecoacht. Also sie haben mit Markus Krapp da jemanden, der am Standort seit Jahren hervorragende Arbeit leistet. Und da
glaube ich, kann man das nicht oft genug erwähnen, wie wertvoll er auch für den Standort ist in diesem U14, U16-Bereich. Deswegen haben wir da höchsten Respekt davor. Er macht eine super individuelle Arbeit, aber auch auf JBL-Niveau eine ganz gute taktische, stellt er seine Mannschaft taktisch immer sehr gut ein, offensiv, defensiv. Also uns wird ein sehr physisches Spiel erwarten. Es wird super schwer werden, weil sie sowohl mit den Guards sehr physisch sind, als auch mit den Großen. Und gerade auf Groß müssen wir natürlich wieder alles in die Waagschale werfen, um überhaupt ansatzweise mithalten zu können. Und ja, wir werden sehen. Wir werden ein paar Änderungen vornehmen, uns weiterentwickeln, defensiv, offensiv diese Woche. Hoffen, dass das schon Früchte trägt am Wochenende. Und dann versuchen, das Spiel so lange wie möglich offen zu gestalten. Ja, für die Gladiators 2 geht es dann mit dem Rückenwind aus dem ersten Sieg nach Langen am Wochenende. Ja. Was habt ihr euch da vorgenommen? Ja, also den Rückenwind wollen wir definitiv mitnehmen. Wir wollen versuchen, wir müssen gar nicht viel groß ändern, sondern wir wollen versuchen, mit der gleichen Einstellung und vor allen Dingen mit der gleichen Bereitschaft, den Ball zu bewegen, in das Spiel gehen. Das wird die Hauptsache sein. Also wir sind mittlerweile offensiv gut genug, um in der Liga mitzuhalten. Wir müssen nur jedes Spiel den Fokus haben, A, den Ball zu bewegen und uns selbst mitzubewegen und B, defensiven Fokus haben, dass wir es auch schaffen, den Gegner zu kontrollieren und ihm keine einfachen Punkte zuzulassen. Wir werden versuchen, schnell zu spielen und früh Druck auf die Langener zu machen. Sie sind eigentlich ein bisschen schwach in die Saison gestartet. Eigentlich haben sie eine ähnliche Mannschaft wie in den vergangenen Jahren und sind eigentlich gut aufgestellt. Also ich sehe sie noch deutlich aufschließen in der Tabelle nach oben. Also uns wird da ein toughes Spiel erwarten, aber wir freuen uns sehr drauf. Und das Wichtigste ist, dass die Jungs gemerkt haben, jetzt nicht nur sie können mitspielen, sondern der Knoten ist geplatzt, also sind auch gut genug, um eben auch gegen Team wie Griesheim, die jetzt einen guten Start hatten, auch zu gewinnen. Und das Positive wollen wir mitnehmen, aber wir müssen eben jedes Spiel mit dem gleichen Fokus und von vorne mit 100% spielen, weil ansonsten kann das auch nach hinten losgehen, wenn wir mit einem zu großen Selbstverständnis reingehen, dass wir eben super letztes Spiel hatten. Also Fokus von Anfang an, 100% und dann freuen wir uns auf jeden Fall auch auf das Spiel. Okay, ich wünsche viel Erfolg dabei. Dann sage ich schon mal danke dafür, dass du für alle drei Teams heute übernommen hast. Sehr gerne. Und die Anmoderation. Genau. Okay, vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Wir melden uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann.